die Finger weit, die Hände auf die Knie und lasst mal die Schultern zu den Ohren gehen. Du drückst mit den Händen gegen die Beine versuch dich mal locker zu machen in den Oberschenkeln. Das Gleiche von der Seite mit Druck. Druck, der Oberkörper ist lang, schau mal. Mein Oberkörper ist gestreckt, meine Wirbelsäule ist gestreckt. Das Gesäß ist frei. Ich stehe quasi, mein Kopf ist wie ein Schlussstein. Und ich lasse mich einfach darauf nieder. Und es wird bei dem einen oder anderen ein sanftes Brennen in den Oberschenkel erzeugen. Das ist halt am Anfang so, weil man viel zu viel mit den Beinen hat. Viel weniger wäre auch möglich. Und du lässt dich quasi nieder. Du drückst quasi mit den Händen gegen die Oberschenkel. Und die machen ein sanftes nach vorne. Dein Gesäß geht nach vorne und du wirst es in den Adduktoren merken. Wenn du zwischenzeitlich eine Pause brauchst, dann nimm dir die. Aber nimm dir vor, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dass du ein bisschen länger drin bleibst. Weil es ist eigentlich auch, es schult so ein bisschen die Disziplin und den Willen, das hinzukriegen. So. Der nächste Schritt ist, dass du lernst, hin und her zu gehen. Du knickst die Arme ein und setzt dich nach unten. Dann geht deine linke Ferse nach außen. Und du drückst dich auf der rechten Seite hoch. Ja, hier drückst du, die Schulter geht hoch, das Bein ist gestreckt, du bist von deinem linken Bein in die rechte Schulter. Dann gehst du rechts runter, die Ferse geht rein, du gehst zur anderen Seite, die rechte Ferse geht raus und du drückst dich links hoch. Dann knickst du den linken Arm ein, gehst in die Mitte, die Ferse geht zurück und drückst dich in der Mitte hoch. Vorne runter, nach rechts, linke Ferse. Runter, rüber, rechte Ferse, Oberkörper. Und in die Mitte, Druck. Tief einatmen, tief aus, zieh mal tief ein, tief aus, wechseln, tief ein, aus, bleib kurz ausgeatmet. Und zieh mal den Bauch ein. Einatmen. Noch eine Runde. Aus. Rechts. Ein. Aus. Linke Seite, rechte Ferse. Ein. Aus. Mitte bleibend aus und locker. Jetzt zeige ich euch einmal, wie das denn ist mit dem Bauch, wenn ihr weiter vorwärts geht, wo ihr den Bauch einzieht. Dafür muss ich mich einmal frei machen. Also, du stehst und ich zeige euch, wie es ein Uddiyana Bandha gesetzt wird. Am Anfang und dann nachher fortgeschritten. Ich atme ein, aus, Bauch. Ein. Aus, ein, aus,
Das ist die erste Form, die praktiziert man eine ganze Zeit lang. Und dann versuche ich das mit einem Atemzug zu machen. Das heißt, dass ich das Einziehen des Bauches immer wieder innerhalb von einem Atemzug diese ganze Bewegung mache. Wie auch immer ihr das praktiziert, versucht es, übt den ersten Form, die zweite Form, wie auch immer. Ihr könnt auch dabei, was ihr jetzt, ne, was ihr einfach weitergemacht habt für euch, ich gebe euch nur diese Form, vielleicht, ja, okay. Ja, du stehst und dann bist du mit den Füßen eng.